Bei Edeka ja absolut nicht. So, was machst du? Du hast ein Auto, du passt da links dran vorbei. Werd kreativ. Fehlt nur noch der Kasi. Ach, da ist unser... Ne, ist nicht. Ist doch nicht. Jo. I think der Tab wird eilig. Ups, Entschuldigung. Où est le Karsten? In Gdansk. Bist du noch in Gdansk? Gdansig? Aber müsste es jetzt gleich an der Fähre sein, oder? Ja, jetzt gleich irgendwann. Na, okay. Schwarzmüller. Schwarzmüller ist die Haselnuss. Ja, die stellen bestimmt auch Haselnüsse her. Ja, ich glaube, die verschiffen dann. Hey, wo seid ihr jetzt hingefahren, Mensch? Ein paar Meter weiter nach vorne. Ach so. So, Baumkuchen wieder zu. Lecker. Ich setze nochmal ein Stück zurück, damit der Josch gleich an mir vorbeikommt. Und versuche dann bei Gelegenheit schon recht früh zu beschleunigen. Ja, ja, ja. Ich hab mich hier nur... Chaoten-Konf. Ein Thumbnail machen. Chaoten-Konf. Ey, dieses Anzeige. Aber irgendwie hat mich das echt irritiert, wie ich das gestartet habe. Ist auch irgendwie so richtig billig einfach nur dahin geknallt, ne? Statt das Fenster einfach so ein Stückchen breiter zu machen. Nee, nee, ich drehe nur so ein bisschen. Ich habe jetzt Spaß an der Freude. Achso. Wo willst du denn damit hin? Weiß nicht, ich möchte ganz gerne meine Reifen hinten beobachten. Achso. Ja, aber die drehen sich erst mit der Zeit so richtig tief rein. Ja. Wenn ich jetzt komplett nach links lenke, machen die das doch gar nicht mit. Das geht also gar nicht direkt von. Das geht gar nicht als Direktübersetzung von der Karte auf von der Lenkung. Geht, glaube ich, von der Drehung des Aufliegers vom Winkeldings Gedöns Teil Gdansk. Korrekt. Ja, von Gdansk her. Das ist super. Guck mal, was haben wir hier nochmal? Einfach geradeaus an die Langsamen bitte schon mal beschleunigen. Ja, mach ich. Ich stehe voll drauf. Ich stehe da voll drauf, Julian. Sehr gut. Ja, ist das geil. Da ist der Karsten. So. Oh, was? Josch liefert, glaube ich, als erster ab, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch sinnvoll so. Ja. Alter, aber das Wasser ist aber cool hier. Ja, stimmt. Hm. Nee, der Josch bremst jetzt nicht? Nee, es kann nur sein, dass ich weniger stark beschleunige, falls sich die Topografie ändert. Nett beschrieben. Kann sein, dass ich weniger stark beschleunige, wenn sich die Topografie ändert. Ja, im Prinzip ist einfach mein scheiß LKW wird halt langsam, wenn es bergauf geht, ne? Aber das war jetzt gut Deutsch. Wieso passiert das? Einmal schön. Nee. Das passiert, weil Physik und so. Baum. Baum? Ja. Ja, ich will es jetzt einfach sagen, Bäume du, damit zu tun. Dass du die Gravitation nachweisen kannst. Bestimmt. Nein, er kann damit nachweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, das auf jeden Fall. Oh, scheiße, sorry, Carsten. Ich habe gerade voll gepennt. Mir ist nichts passiert. Und dass es Chemtrails gibt. Da sagt der Chem. Musst du dir eine Akasha-Säule kaufen. Weißt du, da sagt der Chemtrails. Bei China und Chemie sagt der China und Chemie. Und da sagt der Chemtrails. Ich muss das ein bisschen schwäbisch betonen. Rot. In der Stadt, wo der Josch abliefern tut, repariere ich mich dann mal ganz kurz. Mach das. Gönn dir eine Rundum-Erneuerung. Ich gönn mir einen, Rot. Ein Facelift. Oh, an der Service Station. Oh, ja, da werde ich richtig geil durchgeserviced.
Was für ein Service hätten sie denn gerne? Richtig versaut, Carsten. Also ich nehme alles, alles was ich kriegen kann. Der Josh hat da hinten so Leute, die nötig, ne? Das Escort-Paket. So, Bisschen Nebel, oder? Bisschen nee. Davor, das sehe ich aber auch. Du siehst aber auch krass. So voll coole Leuchtedings ist hinten dran. Ja, soll ich bremsen? Nee, hier so. Soll ich bremsen, willst du ihn nochmal sehen? Yeah. Ah, hey, meinst du die Blinker oder was? Nee, nee, über ach, diesem rot-schwarz, schwarz-weiß, rot-weiß. Und schwarz-weiß, rot-weiß. Ja, das sind so zwei orange-rote Dingsies halt. Ja, wie so Schwarzmüller-Dings-Reflektoren-Teile. Ja, ja. Und deine Geschwindigkeitsteile, die leuchten auch irgendwie, wenn man da die anleuchtet. Oh, süß. Und ich hab unten noch extra Kassen, so hast du eigentlich auch Schwarzmüller-Modifikation? Ah, nee, das war hinten. Hab ich jetzt gerade, glaub ich, nicht dran. Hast du nett? Hab ich nett. Hast du nett? Hab ich nicht drauf geachtet. Ich hab einfach Kollegen. Was angenommen. Die tanken da voll süß. Ich glaube, ich mach hier nach der Aufnahme hau ich mir auch nur noch HWSQ rein und dann gehe ich ins Bett. Nee, das hau ich nicht immer mehr rein. Horizon Squad. Also je nachdem, wie lang es halt ist, wenn es 20 Minuten länger ist, dann Das ist auf jeden Fall wieder eine Stunde Dings hier, ne? Mit also, dem Standardfluss. Vielleicht ist es auch wieder doof bei Daylight. Wobei, nee, Gronkh war ja müde. Dann haben sie dann nicht danach noch eine Folge aufgenommen. Gronkh müde, Gronkh schlafen. Ja, so hat er ja vorweggeschnitten. Wenn ihr mir das verzeiht, dann bekommt dieser Hund ein Zuhause. Ja. Wuff. So bescheuert. Slami ist die Mani Kuh, oder wo der herkommt. Wir müssen davon abbiegen. Mhm. Ach, guck mal. No action was taken. So ein Penner-Dreckswix-Team, ey. Apparello. Habt ihr das eigentlich auch da stehen mit dem No action was taken? Nein, steht das im Chat? Nicht reported hab. Ja, bei mir steht das nur No action was taken. So ein Pissflitsche, ey. Du eine Pissflitsche. Pissflitsche. Nee, der war voll nett für uns. Nee. Ja, richtig nett. Möp. Ich fahr voll in den Rhein, nur weil er langsamer ist. Ey, hallo, ich fahr 6 km/h, du nur 5. Ich bin schneller als du. Du musst mich vorbeilassen. Ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich schneller war als ich, aber das ist eine Erklärung, keine Entschuldigung. Ich sollte einfach nicht hinter jemandem herfahren. Ich bin einfach zu doof. Ich penne die ganze Zeit. Nee. Ist schon gut. Ich hab dich erwischt, oder? Hast du das diesmal auch gespürt? Nö. Letztes Mal hast du nämlich erzählt, du hättest gar nichts gespürt dabei. Nee, hab ich auch diesmal nicht. Oh Mann. Jetzt musst du dir echt mal über deine Ausmaße, über deine Maße Gedanken machen. Ja, mein Actros ist dick genug. Josh. Bitte nicht. Ich hab gedacht, das war jetzt verschlüsselt genug. Das so, ist okay. Nicht verschlüsselt genug, Josh. Das ist okay. Nicht. Wenn das eins nicht ist, dann ist halt verschlüsselt. Okay. Wo muss ich denn hin? Ach da. Ist ja süß. Genauer wäre, wenn du gesagt hättest, Dünnbrettbohrer. So, ich guck mal nach einer Werkstatt. Das lässt sich echt scheiße fahren, das Ding. Dann wär's schnell los. Alter, auf einmal der nachlenkt. 10 Jahre nachher kommen nochmal die Achsen hinten nach. Ich finde einfach nur das Gewicht ziemlich scheiße von dem Ding. Ey, der zieht irgendwie, weißt du, der reagiert nicht auf meine Lenkung, sondern auf irgendwie random Umwelteinflüsse. Random Umwelteinflüsse? Weiß auch nicht. Nicht auf mich, aber auf alles andere. Moin, James. Da. Hi. Chemtrails. Chemtrails. Das sind die Chemtrails. Ich hab einen Chem-Trailer. Du hast einen Chem-Trailer. Ja, aber du hast ja. Chemie. Ja, nee, das ist doch der von den Grünen, oder? Das ist der Chem-Trailer. Nee, das ist Chem Özdemir. Was? Erzähl ich nicht? Nö. Nee, ich kenn den nicht. Ach, guck mal, ich hab hier Errungenschaften und so und annehmbar. Und so. Oh. Cool. Haben das eigentlich meine Fahrer wieder so irgendwie? Nein, die sind immer noch faul wie ein Stück. Auftragsfahrt, ach guck mal. Profit pro Tag, cool. 0 Euro. Profi-Tee. Ich kann wieder fahren. Oh,
Es fährt wieder. So, wie ist die Lage? Was machen wir jetzt? Wohin? Erstmal. Kalmar. Als nächster war ich, ne? Dann müssen wir ein Stück wieder zurückfahren. Kalmar, ne? Ja. Über nur ein kleines Stückchen. Kalmar nach, wohin? So ziemlich. Nach, weil gibt da ein bisschen verschiedene. GNT, Nordenfood, Ika Bohak. Warte, nach. Agro Nord, NS Oil. Nach NS Oil. Ah, das weiß es außerhalb. Finde ich nicht okay. Den Namen. Nee, finde ich auch nicht. danach war, wir hatten noch Örebrüll und wir hatten Södertalje, kann das sein? Dann machen wir Södertalje, würde ich sagen, da hat sie nur Scania, oder sehe ich das falsch? Ja, muss ich nach Scania. Ja, wahrscheinlich. Neue Wegpunkte, aber nur setzen am Ende der Route, bitte. Neue Wegpunkte. So, nach Södertalje. Und danach nach Örebrüll. Alter, diese Lichtreflexion hier, der Hammer, ey, von dem Scheiß. Örebrüll gibt's ja nicht so, doch gibt's ein bisschen Auswahl. Du musst nicht so viel nach Ika Bohak, oder? Nee, wahrscheinlich in die Innenstadt. Norsken, Nordikron, so der Klassiker. Ich glaube, ja. Ich muss eigentlich nicht hin, aber ich bejahe das mal, weil sonst sind also alle. Ich muss nicht böse. Zu Ika Bohak, also nicht da. Ich muss zu. Nordström oder wie? Okay, dann Sieger wird gönnen. Oh, es fährt. Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Alter, findest du das? Ist das so? Das ja. Ist eine Erleichterung. Und die Frage ist aber eigentlich immer, fährt man das mit Automatik oder mit Gangschaltung? Man sollte sich dabei aber zügeln. Ha! Josh genießt die Witze so, deswegen stöhnt er so. Naja, Witze, geil. So, oh, die Witze sind so gut. Ja, jetzt haben wir vorher die Städtewitze gehabt, jetzt haben wir die Pferdewitze. Ja. Aber ich krieg mein Packs noch, oder? Nee, das war nur ein Stadtowitz. Oh, Manu. Stettin-Witze finde ich jetzt nicht so witzig. Kannst dich gerne. Kann ich was in Klagenfurt-Witz noch bringen, aber also es ist sauer am Ende. Ich kann mich ja nicht beklagen, Furt, ne? Ich krieg ja jedes Mal eins. Ich kriege jedes Mal noch zum Wörthersee auf mich einhageln oder so. Das ist bescheuert. Ja, wenn ich Wörthersee, muss ich an den Duden denken. Nein, den Konrad. Ach ja. Hui. Eine Kurve, die ist lustig, eine Kurve, die ist schön. Wobei, es ist schon wieder. Könnte schon wieder. Ja. Ja. Nee. Der Josh, der denkt überhaupt nie sexuell. Nee. Nö. Nee. Nö. Nee. Nö. Ach, guck mal. Nö. Ich bin es wieder flexibel. Achtung, einspurig, mit Leitplanke links und blöden Schildern rechts. Tralali und tralala, es wird dunkel, das finde ich wunderbar. Aber diese Straßenführung hier mit diesem Doppelt und mit diesem Leitplanke, muss ich ja auch irgendwie nicht verstehen, oder? Nein, muss man auch nicht. Die ist zur Sicherheit. Ach, dass die auf der einspurigen Straße fahren, nicht überholen wollen, weil sie denken, ach guck mal, da ist eine freie Spur. Wegen die Kurve. Genau. Ah, von die Kurve her. Gut. Ich freue mich ja schon auf Fuck You Goethe 3, ne? Wo wir es jetzt gerade von dem falschen sprechen hatten. Also ich weiß nicht, den ersten habe ich gesehen, den zweiten irgendwie gar nicht. Ich habe den ersten und den zweiten gesehen und sie waren beide genial. Ah! Sorry. Aber ein Problem mit Internet-Connection. Die sind auf Spanisch. Genau. Uno momento, por favor. Boah, aber wenn du hier jetzt so einen langsamen Schwertransport also, vor dir hast. Ich fand den zweiten irgendwie nicht mehr so gut. Ich fand den trotzdem gut. Das sind ja voll die Filmexperten, ey. Nö, das sind die einzigen beiden Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich sehe sehr wenige Filme. Deswegen habe ich auch den ersten Teil von Kingsman nicht gesehen. Ich werde ja auch schon immer dafür
gesteinigt, dass ich nie, also dass ich nur den ersten Teil von Harry Potter gesehen habe und von Herr der Ringe gar nichts und von der Hobbit-Reihe nur den zweiten.